Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp.dw. Die besten Podcasts der Welt. Willkommen beim Podcast von Rockstar TV mit Florian Petzold und Andreas Steinecke. Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Florian Petzold. Der Herr Steinecke ist heute leider nicht mit dabei. Dafür habe ich dann aber einen Gast eingeladen. Und es geht um ein ganz, ganz heißes Thema. Und das findet im Deister statt. Und der Deister, der liegt bei Hannover. Und da gibt es die Deister-Freunde. Und die Deister-Freunde... Ja, ich werde nicht sagen, dass sie ein Problem haben, obwohl, Marc, habt ihr ein Problem? Ja, moin erstmal. Nicht von der Waterkant, aber doch aus Deutschlands, würde ich fast sagen, nördlichster MTB-Hochburg, dem Deister. Ja, sagen wir so, wir haben operative Herausforderungen und... ich hoffe, nichts, was man nicht lösen kann. Okay, pass auf. Fangen wir mal von ganz von vorne an. Also als Gott die Erde schuf. Nein, Quatsch, ich bin ja gar nicht so der gläubige Mensch. Aber das ist ja ein zweitrangiges Problem. Marc, wie bist du damals zum Mountainbike gekommen? Ja, ich glaube, das habe ich einer jungen Frau zu verdanken, die eines schönen Sommerabends bei tiefstehender Sonne wohl mehr Augen für diese Sonne hatte und mich also mit ihrem Auto einmal durch mich durchgefahren ist. Ich war früher passionierter Rennradfahrer und danach nicht mehr so erpicht darauf, die Straßen unsicher zu machen und bin dann über einen Bekannten zum Mountainbiken gekommen, der hat mich dann überredet, dass das ja eine gute Sache sei und ja, irgendwie bin ich drauf hängen geblieben und jetzt seit, was weiß ich, bummelig 20 Jahren passionierter Mountainbiker, habe auch, glaube ich, fast alle Spielarten da mittlerweile durchlaufen. Ich habe immer noch kein Doppelbrückenbike gehabt in meinem Leben, außer einer ganz kurzen Testepisode. Aber ansonsten ja, habe ich Riesenspaß darauf, einfach auf dem Rad zu sitzen. Und dieses auf dem Rad sitzen hat mich dann auch dazu gebracht, Deisterfreund zu werden. Die Deisterfreunde sind eine Mountainbikenden-Bewegung gewesen. In den Anfangstagen ging es halt immer einfach darum, gemeinsam irgendwie im Wald Spaß zu haben, gemeinsame Touren zu machen, zusammen losfahren, zusammen ankommen, in der Zwischenzeit riesen Spaß haben. Und ja, das haben wir halt mittlerweile auch seit bummelig 20 Jahren. 2012 wurde der Verein dann ins Leben gerufen, nachdem vorher... Marc, Entschuldigung, wenn ich dich kurz unterbreche. Wir steigen schon so in die Deister rein. Irgendwie halt, ich will das hier ein bisschen thematischer aufbauen. Also seit über 20 Jahren fährst du Mountainbike. Du hast noch keine Doppelbrücke gefahren, außer Testzwecken halt einfach. Spielchen kenne ich auch irgendwo her. Ich bin auch mal nur aus Testzwecken eine Doppelbrücke-Gabe gefahren auf einem Mountainbike. Das ist auch gar nicht so lange her. Das war in den Dolomiten. Schwamm rüber. Wir in hier und unseren Gefilden brauchen sowas eigentlich meiner Meinung nach nicht wirklich, weil die Technik da viel, viel weiter ist. So, 20 Jahre, du hast alles durchgespielt. In den 20 Jahren ist ja aber auch einiges passiert mit dir. Ich gehe mal davon aus, Studium, Lehre, wie auch immer, alles hinter dich gebracht. Und ich möchte so ein bisschen den Background von dir halt einfach mal haben. Tatsächlich Studium und alles, was meine Ausbildung angeht, habe ich im Vorfeld schon absolviert gehabt. Ich gehe ja stramm auf die 50 zu und von daher ist diese Zeit, diese wunderschöne Zeit meines Lebens schon ein bisschen länger. kenne ich irgendwoher. Aber was hast du denn studiert, geschweige denn, hast du eine Lehre gemacht? Tatsächlich habe ich Biologie studiert und bin ein sehr, sehr, sehr glücklicher Biologiestudent gewesen.
bis ich dann in Richtung 2000 so ein bisschen auf den Aktien hängen geblieben bin. Und ja, habe dann entschieden, vielleicht doch nicht arbeitsloser Biologe zu dem Zeitpunkt zu werden, sondern mich als Banker selbstständig gemacht. Habe Leute beraten bei der Geldanlage. Bin dann irgendwann nochmal auf die dunkle Seite der Macht gewechselt und habe in eine Bank gewechselt. Das habe ich dann nochmal, ich glaube, 7 Jahre ausgehalten. Und 2012 habe ich mich dann mit einem ehemaligen Kollegen dazu durchgerungen, die fairen Banker ins Leben zu rufen. Die fairen Banker haben, ja, glaube ich, als eine der Pioniere das Thema Honorarberatung mindestens bei uns in der Region nach vorne gebracht. Und das ist, was ich bis heute tue und mit großer Freude auch tue, Leuten zu erklären, wie man es denn richtig macht. Denn Finanzbildung ist gerade noch so ein zweites Thema von mir, ist in Deutschland absolut, wie soll ich sagen, stiefmütterlich, wäre schon zu gut behandelt. Also wir sind Finanzbildungswüste in Deutschland und ich versuche gerade in einer zweiten ehrenamtlichen Tätigkeit noch die Finanzbildung in die Schulen zu tragen. Ist aber auch mit operativen Herausforderungen gesegnet. Okay, gut. Also wir fassen mal zusammen. Du hast mal irgendwie Biologie studiert. Also kennst dich eigentlich so, ja, mit diesen ganzen biologischen Abläufen, also es ist ja ne, auch mit Natur und bla 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 irgendwie halt so, das ist ja auch ein Core-Thema, glaube ich, irgendwie halt mit in dem Studium, irgendwie halt so, was ist überhaupt Biologie, was beinhaltet das, auch die Natur, kannst du wahrscheinlich sagen, ja oder nein jetzt. Und dann tatsächlich habe ich in meinem Studium die ersten Deisterbesuche gemacht, damals noch ohne Fahrrad und Biologie sind ja die Gesetze des Lebens übersetzt und ich erinnere mich noch lebhaft durch den sogenannten Galio Odorato Fagetum zu laufen. Das ist halt der Buchenwald mit Bärlauch unten drunter, den, glaube ich, auch jeder Fahrradfahrer sehr, sehr schätzen gelernt hat. Richtig, richtig. Und dann warst du auf der dunklen Seite der Macht, also konntest auch sehr, sehr hart mit Klienten umgehen und dann nachher, nee, wir müssen das anders machen. Also du bist auch ein Mensch, mit dem man reden kann. Das hoffe ich. Gut. Ja, weil diese Basis ist wichtig für den Podcast, meiner Meinung nach, um zu verstehen, was aktuell mit den Deister-Freunden, mit dem Land los ist, geschweige denn, was mit der Region Hannover los ist, damit die Leute verstehen, okay, der Marc kennt sich mit der Materie aus, des Lebens, der Natur. Er war auf der bösen Seite, ist aber gewechselt und ist offen für Gespräche. Das wollte ich jetzt von dir rauskitzeln. Das haben wir rausgekitzelt. Und jetzt ist es wichtig, halt einfach mal zu erklären, wo momentan der größte Knackpunkt drinsteckt, lieber Marc, was gerade im Deister von verwaltungstechnischer Seite, vielleicht sogar von der politischen Seite aus hinaus. Ich weiß, das wird jetzt vom Marc ein langer Monolog werden, Leute, aber hört euch das bitte mal an, weil ich finde das sehr, sehr wichtig, dass wir das auch hier in Nordrhein-Westfalen, geschweige denn, ich weiß, es hören auch mehr Leute mit, nicht nur in Nordrhein-Westfalen hier, aber auch mal mitkriegen, wie es halt manchmal laufen kann. Und wie es halt einfach eigentlich nicht laufen sollte, weil ihr gibt da auch ein bisschen Fofo, um das mal so zu sagen. Ich weiß jetzt leider nicht, was Fofo ist. Ihr gebt da mal ein bisschen Gas und geht auch mal halt gegen Argumente vor, die nicht so haltbar sind, wie sie präsentiert werden.
Um das mal sehr diplomatisch auszudrücken. Ja, auf jeden Fall. Also ich würde ganz gerne noch einen kurzen Disclaimer vorweg schieben, denn in der ganzen Diskussion neigt man ja immer dazu, zu verallgemeinern und zu sagen, die Region Hannover ist doof oder irgendwas. Das liegt mir komplett fern, das zu sagen, weil das ist nicht so. Wir haben tatsächlich Riesenprobleme mit einem Umweltdezernenten oder am Dezernenten, der der unteren Naturschutzbehörde vorsteht, der aus unserer Sicht Unwahrheiten verbreitet, die umgebastelt hat, um gegen Mountainbiker zu framen und dafür offensichtlich persönliche Beweggründe hat. Wie gesagt, wenn ich jetzt über Behörden oder Körperschaften wie die Region spreche, da gibt es Leute, die sind super sachorientiert, die haben Lust, eine Lösung zu schaffen, die tragfähig ist, die vielleicht auch wirtschaftlich Aspekte hat, die alle nach vorne bringen. Denn im Moment ist es halt so, dass du gefühlt als Mountainbiker oder als mountainbikende Person in ganz Deutschland mehr oder weniger ungeliebtes Kind bist. Und das führt eben dazu, dass wenn Mountainbikende irgendwo hinfahren und ihrem Sport frönen wollen, sich erholen wollen, die Natur genießen wollen, dass sie sich nicht willkommen fühlen. Und das führt dann halt eben auch dazu, dass Mountainbikende dann vielleicht auch schneller wieder weg sind, als sie selber wollen. Sie können vielleicht nicht so konsumieren, wie sie gerne würden. Sie können vielleicht auch nicht die Zeit verbringen, die sie gerne verbringen würden. Ich erlebe das halt im Gespräch mit ganz vielen Leuten, die mir erzählen, dass sie halt einfach Probleme haben, zum Beispiel mit ihren Kindern in den Wald zu fahren, weil sie mit den Kindern schon doof angemacht werden von irgendwelchen besser wissenden Leuten, die der Meinung sind, denen erklären zu können, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Und sowas wird natürlich immer befeuert dadurch, dass Unwahrheiten und Framings verbreitet werden, die Mountainbikende diskreditieren. Wenn wir jetzt vielleicht mal das Thema von der Faktenseite uns angucken, dann ist es ja so, wir haben hier, Moment, jetzt muss ich gucken, dass ich das auch richtig mache. Sieht jetzt auch besser aus als mein Kopf, glaube ich. Wir haben in Deutschland eine Situation, dass sich 16,6 Millionen Leute für Mountainbiken interessieren, dass 4,2 Millionen Leute sportlich ambitioniert Fahrrad fahren im Wald. Das heißt, mehr als einmal in der Woche auf dem Rad im Wald sitzen. Die machen das in 9 Disziplinen, Tour, Marathon, Cross Country und so weiter. Ihr könnt alle lesen. Man kann das auch in 5 Segmente zusammenfassen. Marc, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche. Die Leute sehen das nicht. Wir haben nur einen Podcast, Audio. Wenn du mir diesen Flyer dann zuschickst, irgendwie packe ich den gerne als Bild bei uns mit rein, dann können die Leute das gerne auch auf unserem Blog dann halt sehen. Ja, wollte ich nur eben kurz nochmal kurz mitteilen. Also kommen wir zurück zu den Fakten. 16,6 Millionen Mountainbike mehr oder weniger interessierte Leute in Deutschland. Und wenn wir das halt eben runterbrechen auf Niedersachsen, beziehungsweise dann halt auch eben auf unser Einzugsgebiet, was wir im Deister haben, dann kann man eben sagen, dass mit diesem Einsbach-Faktor runtergebrochen 600.000 Leute den Deister als Zielgebiet haben. Wenn wir eben gucken, wie viele Leute spielen in Niedersachsen Fußball, das sind im Verein organisiert 600.000 Leute. Es gibt 2.700 Fußballvereine in Deutschland und wahrscheinlich 4.000 Fußballplätze. Ich glaube, wir können die legalen Trailprojekte an der Hand abzählen in Niedersachsen. Das heißt, wir haben hier ein massives Ungleichgewicht, dem einfach keine Rechnung getragen wird. Und da sind wir halt daran, das zu ändern und eben den faktenbasierten Diskurs nach vorne zu bringen. Und aus meiner Sicht treffen wir da auf doch sehr interessante Zuhörer und keine tauben Ohren.
Wobei es natürlich unsere Gegner gibt, die uns mit allen Mitteln bekämpfen wollen. Ne? Aber das ist ja was, was jeder letzten Endes erfahren hat, der sich für den Sport einsetzt. Und ja. Ja, ich hörte bereits mal davon selber irgendwie. ich habe auch mal diese Zahlen für Nordrhein-Westfalen auch mal rausgesucht gehabt. Und ja, es ist sehr, sehr erschreckend. Also ich will jetzt hier kein Sportbashing machen zu den Fußballjungs rüber. Das ist deren Sport, das ist deren Aktivität, das ist auch vollkommen legitim, dass sie da sich in Vereine auch engagieren. Ich will kurz unterbrechen, das ist nicht nur legitim. Das ist auch richtig. Was die Leute in den Vereinen machen, ist der Hammer. Ja, ja, natürlich, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Wir haben halt eine Gesellschaft, die hier gerade irgendwie mit mega Fliehkräften dabei ist, sich gegenseitig zu zerlegen oder aneinander irgendwie auszureißen. Wir haben heute Trump-Wahl. Hoffentlich nicht. Ich weiß es nicht. Habe ich deine Meinung zu? Ist auch egal. Aber nee, die Meinung kannst du ruhig hier gerne vertreten, weil du sprichst mit einem irgendwie, der da auch Angst vor hat. Also ich rede auch über Ängste und einen Trump, den brauchen wir nicht. Und wenn wir dann gerade mal in diese politische Ecke immer eben kurz abschmieren, das ist die richtige Wortwahl dafür. Also ich glaube mal, wenn dann der orangene Mensch da gewählt wird, dann ist auch unsere Bundesregierung im Arsch. Und dann hat Europa ein tierisches großes Problem, meiner Meinung nach. Aber nochmal zurück. Ja, die Vereine tun unheimlich viel. Die geben Gas. Die sind gesellschaftlich sehr, sehr wichtig. Egal welcher Sportverein. Ne? Nur natürlich die Relation stimmt halt nicht, weil der Mountainbike-Sport aus seiner Nische rausbricht und auf einmal da ist. Und die Herrschaften verstehen jetzt gerade nicht, wieso wollen die alle jetzt Fahrrad fahren. So, das ist das Problem, was wir haben. Aber wir fahren ja schon, also die Längere, die Älteren, wir fahren ja schon viel, viel länger. Das ist ja für uns kein Trendsport, das ist kein Nischensport für uns. Das ist für uns unser Leben. Mit unter anderem. So, und damit stößt man, glaube ich, irgendwie halt bei Verwaltungen, bei Leuten irgendwie an und weil man da auf einmal mit Forderungen kommt. Aber ihr hattet ja eine Erlaubnis im Deister, soweit wie ich das weiß. Weil letztes Jahr kam ja mal der SWR oder wie auch immer, oder Control F, irgendwie wie die da hießen, und waren ja mal bei euch vor Ort und haben natürlich auch mal aufgezeigt, irgendwie es gibt drei legale Trails, soweit wie ich das weiß, und dann gibt es halt einmal den Deister und dann nochmal nach südlich oben hoch, ne, also den, ich sag jetzt mal, den Deister Nord und den Deister Süd, so gesehen, für mich jetzt, und im südlichen Bereich unten waren dann halt die legalen Trails und oben hoch waren dann halt einfach die illegalen Trails. So, mhm. Und der eine Förster, der dabei war, der den südlichen Bereich abdeckte, das war ein älterer Herr, also er hat sich auf jeden Fall gut verkauft im Fernsehen, sagte irgendwie, ich habe mit dem Mountainbikern kein Problem. Aber die anderen oben irgendwie, die haben da irgendwie gegen gemauert. Und ich verstehe nicht, warum die dann nicht sich auch mal hinsetzen mit den Mountainbikern und sagen irgendwie, hey, wir haben noch die Deister-Freunde, jetzt lass uns doch da oben auch noch einen Trail machen, ne, damit wir da eine Beruhigung reinkriegen. Mhm. Weißt du, warum die da so gegen schießen? Ja, also wir müssen das vielleicht noch mal ein bisschen anders aufdröseln. Also es gibt der Deister ist quasi so eine Banane in der Landschaft und diese Banane erstreckt sich dann über drei sehr große Grundbesitzer oder grundbesitzende Verhältnisse und so ungefähr ein Viertel des Deisters ist halt in ganz viele Waldbesitzende aufgeteilt. Also haben wir halt die Landesforsten, die Klosterforsten und das sind letzten Endes staatliche Organe, die den Wald für uns alle bewirtschaften. Und da ist es halt so, dass die Klosterforsten zum Beispiel
ja, ich will mich jetzt nicht im Kopf und Kragen reden, ne? Aber die gebärden sich, als wenn die quasi die Erfinder von Privatwaldbesitz sind, obwohl sie das den Wald treuhänderisch für uns alle verwalten und die reden gar nicht mit uns. Ja, also da kannst du auflaufen und kannst sagen, ich habe hier Argumente, aber kannst du auch mit dem Spiegel reden oder kannst du auch mit der Wand reden, hast du das gleiche Feedback. Dann gibt es Privatwaldbesitzer, die ja den Privatwald, ich will jetzt nicht sagen, mit ihrem eigenen Garten verwechseln, weil Wald und ein privates Grundstück, wo ich mein Haus drauf gebaut habe, würde ich jetzt noch irgendwie ein bisschen differenzieren, weil ein Waldbesitz ja irgendwo halt natürlich Rechte einräumt, aber eben auch Pflichten einräumt. Und es gibt halt ein Betretungsrecht im Wald, etc. pp. Von daher, also ich bin jetzt kein Jurist, aber ich glaube, ein Betretungsrecht für fremde Leute, Gärten gibt es halt eben nicht. Bei Privatwaldbesitzenden habe ich irgendwie noch sehr großes Verständnis dafür, dass sie sagen, ja, ich habe hier mein Eigentum und ich habe keinen Bock drauf, dass irgendwer mit dem Eigentum halt irgendwas macht oder so. Aber dass es halt eben diese unglaublich hohe Zahl gibt von 4,2 Millionen Sporttreibenden in Deutschland, 16,6 Millionen Interessierten, die halt auch gerne mal mit dem Fahrrad im Wald sind, und dass denen halt keine Rechnung getragen wird von den öffentlichen Verwaltungen, das kann ich halt das kann ich nicht nachvollziehen. Punkt. Und wir hatten im Deister halt dieses Probekonzept der legalen Strecken. Da wurde im Bereich der Landesforsten eine Revierförsterei als Versuchskaninchen auserkoren, und in dieser Revierförsterei gab es, bevor die legalen Trails genehmigt wurden, 8 Trails, und davon wurden dann 5 zurückgebaut. Es gibt einen Jumpspot und 2 Trails in dieser Revierförsterei, und es hat halt in mittlerweile 12, 13 Jahren nur Rückbau gegeben und keinen Zubau von irgendwas. Und anstatt das als das Erfolgsprojekt zu bezeichnen, wovon ja auch der begleitende Revierförster gesprochen hat, gibt es jetzt halt Protagonisten innerhalb der unteren Naturschutzbehörde, die daraus ein gescheitertes Projekt machen und das Thema Mountainbiken im Deister zu einer Misserfolgsstory machen wollen, was ist halt das Gegenteil ist halt der Fall. Ja, und wir haben halt mit den legalen Trails bewiesen, dass sobald ein legales Angebot vorhanden ist, die Leute gar keinen Bock mehr haben, illegal zu fahren. Weil warum auch? Ja, also ich meine, keiner hat ja irgendwie, wir alle sind wahrscheinlich mit dem Auto schon mal ein bisschen zu schnell gefahren in irgendeiner Situation. Vielleicht hat der eine oder andere auch mal 2 Bier getrunken gehabt nach irgendeiner Veranstaltung und ist dann ins Auto gestiegen. Mag alles sein, dass wir halt als Menschen nicht perfekt sind irgendwo. Aber kein Mensch hat ja irgendwie vorsätzlich Bock drauf, unterstelle ich jetzt mal, besoffen Auto zu fahren oder mutwillig zu schnell zu fahren. Und ja, es gibt vielleicht die Einzelnen, aber das sind dann nicht Mountainbikende oder irgendwas, sondern das sind halt Idioten, weil sie Idioten sind und nicht Idioten, weil sie Mountainbiker sind. Ne? Naja, ja, weißt du, Marc, irgendwie halt schon, wenn ich da jetzt auch nochmal reingrätsche, du nennst das Kind beim Namen, das sind Idioten. So, und aber weißt du, irgendwie hat diese Erfahrung, musste ich ja auch schon öfters in meinem Leben machen. Idioten machen Projekte kaputt. Und das ist halt einfach halt das Problem. Weil dann gehen andere Menschen hin und picken sich genau diese einzelnen Idioten raus und sehen dann halt, dass das halt einfach kaputt ist. Die können nicht differenzieren. Und das ist manchmal dieses Problemchen. Ja? Guck mal, ich habe dich ja hier eingeladen, erstmal um zu erklären, irgendwie halt, was da wirklich bei den Deister ist. Du hast ein geiles Interview gegeben bei MTB News, um Gottes Willen. Ich wollte es aber nochmal
aus deinen Worten hören für unsere Community und für alle da draußen, die daran Interesse haben, weil eins war für mich, und das war so essentiell, warum ich gesagt habe, irgendwie, du musst den Vorstandsvorsitzenden Marc hier rein haben. Ihr habt da eine Kollegin gehabt in diesem Beitrag, wo das Ganze jetzt so hier, dass das Thema ja irgendwie gefloppt wäre. Da war eine Kollegin, eine Mountainbike-Trainerin ist das, und die stand da mit Krokodilstränen. Und das war so für mich so ein Punkt zu sagen so, ey, tut mir leid, irgendwie hat das Thema funktioniert doch. Irgendwie hat die haben Trainer da, die haben richtig guten Vorstand, die tun und machen. Und diese anderen Menschen, die einfach sich nur wieder diese einen Idioten rauspicken, sehen das Gesamte halt einfach nicht. Weißt du, irgendwie halt so, und das ist, glaube ich, halt das Problem. Die sehen das Gesamte halt nicht. Die sehen oder die akzeptieren oder wollen es nicht sehen, eure Leistung, die ihr erbracht habt. Deswegen ist es für mich wichtig, dass wir hierüber diskutieren. Und jetzt muss man aber auch mal fragen, warum die das so machen. Gab es dazu eine Begründung, außer jetzt hier, wir sehen das Projekt als gescheitert an, gab es dann nochmal irgendwo eine Begründung, warum, weshalb oder wie ist es denn jetzt? Irgendwie wollen sie jetzt den Platz für die Deister-Freunde platt machen und um damit zu sagen, das war's, diese Trails gibt's hier nicht mehr. Wie schaut das aus? Also die große Eskalation ist losgegangen, nachdem der aktuelle Dezernent, der halt eben auch der UNB vorsteht, sein Amt angetreten hat. Ich vermute jetzt, ja, also das ist, dass der halt persönliche Beweggründe hat. Wir alle haben die Diskussion ums Waldgesetz verfolgen können und dass da Naturschutz und ja, gewisse Hardcore-Fraktionen sich ausgemalt haben. Man kann das Waldgesetz halt beliebig verschärfen und idealerweise hält man halt alle Leute aus dem Wald raus, weil die stören ja nur, die gehören ja gar nicht zur Natur, die sind ja ein Fremdkörper, was ich halt überhaupt nicht so sehe. Ja, also ich fühle mich überhaupt nicht als Fremdkörper, sondern ich fühle mich als Teil der Natur und wie du halt sagst, es gibt Idioten in jeder Facette und überall, aber wenn ich nach Südtirol fahre und mit meinen Kumpels da unterwegs bin, die lachen sich schon immer tot, weil ich den Müll ansammle, der mir auf dem Weg rumliegt. Ja, die lachen sich tot, wenn ich denen erzähle, dass man das Hinterrad vielleicht nicht so stehen lassen sollte, wie sie es gerne tun. Die haben da halt mit den Naturgewalten andere Erfahrungen gemacht, mit allem Abtrieben, mit allem letzten Endes und wissen halt, dass wir als Menschen, wenn wir uns halt in einem bestimmten Rahmen bewegen, einfach so sehr wenig Spuren machen. Ja, wir haben einen weggebundenen Sport, der macht Spuren, will ich nicht wegdiskutieren. Ich denke auch, dass die Tiere unsere Wege von Zeit zu Zeit auch sehr ansprechend finden. Das kann man halt an Spuren und Fotodokumentationen etc. pp. Deutlich machen. Und da habe ich jetzt auch ein sehr gutes Beispiel, diesen Wahnwitz, der uns da entgegenschlägt, nochmal plakativ zu machen. Weil als wir die Trails gebaut haben, hat in einem anderen Teil des Deisters ein bisschen Waldwirtschaft stattgefunden. Und zu der Zeit gab es eine Untersuchung über die Wildkatze im Deister. Und die Wildkatze hat sich dann unseren neu gebauten Trail als bevorzugtes Habitat rausgesucht. Der Förster, von dem du vorhin so gut gesprochen hast, über den kann man auch nur gut sprechen, hat dann immer das bezeichnet mit, naja, ist doch klar, glatter Gang, glatter Fang. Ja. Die Katze, die fängt halt dann auch lieber auf dem glatten Weg die Mäuse als auf dem Bromberg oder im Brombergestrüpp. Und naja, also wir sind halt irgendwie ein Teil des Waldes und ich glaube, jeder, der
seine Erfahrungen im Wald gesammelt hat, der weiß, dass bei Wildbegegnungen das Wild nicht ausflippt, wenn es einen Mountainbikenden sieht. Im Gegenteil, manchmal ist es ja so, dass das dann geradezu mystische Begegnungen sind, die man da hat. Und ich glaube, die steigern bei allen die Verbundenheit zur Natur. Und da gibt es auch zig Untersuchungen von, sind wir wieder beim Thema faktenbasiert, nicht alle Leute mögen Fakten. Es gibt halt eben faktische Studien, die belegen, dass das Verhältnis zur Natur, zum Umgang mit der Natur durchs Mountainbiken besser wird. Ja? Wir haben eine Verkehrswende vor der Brust. Ich glaube, jeder kann halt irgendwo sehen, dass so wie wir die letzten 50 Jahre uns benommen haben in der Welt oder letzte 100 Jahre als Menschen in der Welt benommen haben, werden wir uns in den nächsten 100 Jahren nicht benehmen können, weil wir einfach zu viele Menschen werden. Ja? Und da ist ein Verhältnis zur Natur, der Umgang mit der Natur essentiell, dass die Einzelnen ihre Handlungen verändern. Und Mountainbiken ist da meiner Meinung nach ein extrem gutes Werkzeug. Wir als Verein, du hast ja angesprochen, wir haben hier Ehrenamtliche, die natürlich alle diese positiven Aspekte des Fahrradfahrens dann halt auch irgendwie weitertragen wollen. Ja, also einmal den sportlichen Aspekt, aber auch diesen nachhaltigen Umgang mit der Natur. Wir haben Waldführungen mit dem Förster, mit kleinen Kindern organisiert, die dann natürlich den Umgang mit dem Wald und das Ökosystem erklärt bekommen. Und nach so einer Tour ihr ganzes Leben lang sicherlich ein anderes Verhältnis zum Wald haben werden und zur Natur haben werden als ohne. Also ich habe einen Biologielehrer gehabt zum Beispiel, der war total geil. Also der war jetzt als Typ, kann man sich sicherlich drüber streiten, aber also war jetzt nicht beliebt bei den Schülern, aber die Art und Weise, wie der halt dann Sachen beigebracht hat, der hat gesagt, wenn eine Distel im Wald steht, dann ist wahrscheinlich, dass da halt mal eine tote Maus gelegen hat und die Distel halt das Calcium aus den Knochen meldet. Ja? Brennnesseln ist dann das nochmal plakativere Beispiel. Da wissen wir alle, dass da dann vielleicht der eine oder andere mal Pause gemacht hat und sich kurz erleichtert hat, wenn da viele Brennnesseln stehen. Nein, weiß ich gar nichts von. Habe ich keine Ahnung, was dann passiert. Katzenbabys, Kuh auf der Weide. Nein, aber das sind halt diese plakativen Dinge, die uns die Natur ja näher bringen. Und das ist das, was wir ja ehrenamtlich versuchen zu machen. Und wir versuchen ja auch zu kanalisieren. Wir versuchen ja eben, den Sport vielleicht an Stellen zu konzentrieren, wo sie der Natur nicht weiter wehtun. Und die sensiblen Orte dann vielleicht auszusparen, die es sicherlich gibt im Wald und wo man dann halt die Tiere auch einfach in Ruhe lassen soll. Ich meine, das Thema Night Rides und so ist bei uns jedes Jahr im Winter wieder ein Thema, dass wir sagen, Leute, es gibt auch andere schöne Sportarten, die man in bestimmten Umgebungen ausüben kann. Man muss jetzt nicht mit... Also wir haben früher zum Beispiel vor 20 Jahren, korrigier mich, aber wenn du da mit einem Wettkampfreifen in den Wald gekommen bist, also irgendwie so ein Schlammreifen oder so, dann haben dich halt alle komisch angeguckt, weil du halt die Trails kaputt fährst damit. Ne? Und heute ja, machen das halt viele, weil es halt einen persönlichen Vorteil daraus zu ziehen gibt. Und dass wir dann halt eben als korrigierendes Regulativ da auflaufen, ja, das wird halt noch nicht so wahrgenommen, wie wir uns das wünschen. Ne? Und du hast das Beispiel der Trainerin da genannt. Also die Leute sind mit einem dermaßen Herzblut dabei. Diese Trainerin, die trainiert Kinder. Und wenn du siehst, wie diese Kinder der an den Lippen hängen, ja, und wie die sich benehmen. Ich habe das bei dem Rennen dann auch nochmal sehen können. Ja, da haben sich 30 Kinder mega hoch konzentriert unter ihrer Anleitung auf das Rennen vorbereitet. Also sowas habe ich in der Schule nicht bei einer Mathearbeit erlebt, ja, dass Kinder da so
Ja, nein, und das ist ja auch eines der essentiellen Punkte meiner Meinung nach. Man nimmt die Kinder an die Hand und das, was du vorhin auch sagtest, ich wiederhole das gerne nochmal, man zeigt ihnen die Natur. So, und wenn ich als Kleinkind oder als Heranwachsender, wie auch immer, eine Führung bekomme durch den Wald, habe ich im Nachgang eine ganz, ganz andere Sichtweise auf den Wald. So, ich will jetzt hier nicht sagen, irgendwie, dass ich bei mir um die Ecke ein riesengroßes Waldstück hatte, sondern eher nur ein Naturschutzgebiet in dem Sinne mit einem Biotopen und. Da sind alte Pferderennen haben da stattgefunden, aber ich habe mich da gerne aufgehalten. Ja, da bin ich nicht Mountainbiken gefahren in meiner Jugend, sondern da bin ich einfach nur hin und hatte da dann ja, abends auch mal mein Bierchen, mein allererstes und. Aber ich habe die Flasche Bier und alles, was dazugehört hatte, auch die Zigaretten, die habe ich mitgenommen, die Schachtel. So, warum? Weil ich wollte da wieder hin und ich wollte nicht, dass das vermüllt da ist. So, ich musste mir das aber in dem Sinne, auch das Mountainbike fahren, in dem Sinne alles selber beibringen. Und habe viele Fehler gemacht, die heute noch so in meinem Kopf drin stecken, dass das schwer ist für mich, die rauszukriegen. So, und jetzt gibt's die Deister, Freunde, diese junge Dame, wo du noch sagtest gerade, 30 Kinder, die noch niemals in der Schule bei einer Mathearbeit so konzentriert saßen, haben dieser jungen Frau zugehört, vor einem Rennen, mach das so, mach das so. Und die waren komplett auf die fokussiert. Sowas hätte ich damals auch gerne gehabt, wo ich klein war und mit dem Fahrrad losgefahren bin. Das hatten wir nicht. Das ist aber auch alles vollkommen okay. Wir bauen es ja auf, weil wir wollen ja, dass die Kids das lernen und mit der Natur umgehen. Und dann kommt auf einmal so eine untere Schutzbehörde an und erzählt uns dann einen von: Das Thema ist gescheitert. Also das kann ich irgendwo nicht ganz nachvollziehen. Ja, das kann keiner nachvollziehen. Wie gesagt, das sind scheinbar, oder ich erkläre es mir damit, dass da persönliche Motive hinterstehen. Wir hatten das angesprochen mit dem sich verschärfenden Waldgesetz oder hoffentlich verschärfenden Waldgesetz aus der Sicht von bestimmten Personen. Und ich, wie gesagt, kann es mir nur erklären, dass man diese Steilvorlage des Waldgesetzes nehmen wollte, um ein Exempel an Mountainbikenden zu statuieren und mit diesem Exempel dann vielleicht bei der nächsten Wahl in der Liste irgendwie, weiß ich nicht, wie viele Plätze hochzurutschen und dann vielleicht auf dem Rücken von ein paar Freizeitsportlern dann halt eben eine politische Karriere zu machen, ne? Und jetzt sag uns aber noch mal ganz genau, was ist denn jetzt geplant? Weil das hatte ich ja vorhin schon gefragt gehabt. Werden jetzt diese legalen drei Trails platt gemacht? Oder wie schaut das aus zum Jahreswechsel hin? Also wir wissen, dass das der Plan war. Wir wissen aber auch, dass der Plan sehr wahrscheinlich nicht mehr realisiert wird. Wir werden aber im Moment noch so ein bisschen im Unklaren gehalten und keiner weiß letzten Endes, also das Problem mit Mountainbiken in Deutschland ist ja, dass es neu ist und dass diese neuen Sportarten eben neue Reglementarien brauchen. Ja, also wenn wir jetzt unsere spezifischen Strecken ansprechen, wir bewegen uns in einem Landschaftsschutzgebiet. Ja, das ist jetzt nichts besonders Krasses irgendwie. Landschaftsschutzgebiet ist sehr viel in Deutschland, ne? Darüber wäre da Naturschutzgebiet etc. pp. Aber Landschaftsschutzgebiet ist jetzt halt irgendwie ein Landschaftsschutzgebiet, weil man halt die Landschaft halt irgendwie einigermaßen beieinander halten will. Und in dieser Landschaftsschutzgebietsverordnung steht halt drin, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Ja, und da steht zum Beispiel drin, dass man nicht mit dem Spaten in die Erde stechen darf. Ja, und jetzt kannst du halt eine Strecke nicht bauen und nicht pflegen, wenn du nicht mit dem Spaten in die Erde stichst an bestimmten Stellen und Dinge halt einfach baust. Und
man hat halt vor 10, 12 Jahren oder 15 Jahren gesagt, okay, wir machen jetzt einen Probebetrieb und gucken uns dann an, ob wir die Strecken entweder komplett aus dem Landschaftsschutzgebiet rausnehmen oder ob wir die Landschaftsschutzgebietverordnung derart umformulieren, dass halt diese Streckenpflege abgedeckt ist durch die gesetzlichen Vorgaben. Leider hat man sich halt über 10 Jahre lang immer dazu bequemt, einfach die Ausnahmegenehmigung zu verlängern und halt das große Thema nicht anzupacken. Was übrigens dazu führt, dass wir als Verein nicht förderfähig sind im Sinne von Sportförderung etc. pp. Ne? Also wenn ich als Verein einen Fußballplatz bauen will, dann sage ich, ich habe hier das Grundstück, habe ich für 12 Jahre gepachtet, gib mir jetzt mal 100.000 Euro für Sportplatz. Ne? Oder wenn ich ein Rennradverein bin und habe ein Grundstück und habe da mein Vereinsheim, kann ich sagen, hier, ich brauche jetzt 200.000 Euro für den Umbau. Alles klar, hier hast du. Ja? Weil wir halt diese langfristigen Verträge nicht haben und diese langfristigen Dinge nicht geregelt werden für uns, haben wir diese Möglichkeiten alle nicht. Wir müssen halt alles irgendwie von der Hand in den Mund und haben als Verein deswegen halt auch einfach kein Geld. Ne? Und dieses Problem sehe ich übrigens bei eigentlich allen Projekten, die jetzt teilweise mit viel berechtigtem Lob aus dem aus der Erde gestampft werden. Also wenn ich jetzt die Torto-Freunde sehe, die da mit unglaublich viel Engagement und wie die Leute begeistern, Hammeraktionen machen. Nur wenn ich jetzt sehe, wie dieses Projekt angelegt ist und dann sehe ich halt, dass da die gleichen handwerklichen Fehler begangen werden wie bei uns. Ja? Also man sagt halt, man will halt Trails haben, aber das ist so ein bisschen, ich bin ein bisschen schwang, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Ja? Also lass die Leute da auf Trails fahren, aber die Trails müssen handtuchbreit sein, die Trails müssen, weiß ich nicht was haben. Ja? Und ich meine, muss jetzt kein Hellseher sein, dass wenn ich in 2 Jahren über diese Trails gehe, dann wird es da Stellen geben, weil sich Wurzeln ausgefahren haben etc. pp., die auf einmal 3 Meter breit sind. Ja, an anderen Stellen wird das wieder 50 Zentimeter breit sein oder 30 Zentimeter breit sein. Aber ja, und dann kann ich natürlich hingehen und kann halt sagen, ja, da könnt ihr mal sehen, was die Mountainbiken machen, wenn die dann Trail machen. Ja, hier steht handtuchbreit im Vertrag. Der Trail ist jetzt 3 Meter breit, irgendwie Projekt gescheitert. Ja? Also das ist dann halt eben, ja, anstatt zu sagen, wir haben jetzt hier irgendwie, weiß ich nicht, wie viele Kilometer verhindert, die in der Zwischenzeit an Trails entstanden werden oder, wirst du dann gemessen an solchen Scheißformulierungen, wenn ich das so sage, wie es halt ist irgendwie. Und dann kann halt jeder kommen, der keine Ahnung von der Materie hat und nur genug Niedertracht und dir genug Schlechtes an Hals will und kann sagen, nee, das ist hier gescheitert, weil ist nicht handtuchbreit. Ja? Und also ich meine, ich kann jetzt nur für unseren Trail sprechen. Ja? Wir dürfen hier keine Fremdmaterialien einbringen, wir können kein dies, das, jenes. Ja? Und die Situation ist ja woanders genauso. Und dann ist dein Trail 10 Meter neben einer Bundesstraße. Ja, und du darfst keine Fremdmaterialien einbringen. Ja? Wir als Deister-Freunde entsorgen da jedes Jahr kubikmeterweise Müll, den wir aus dem Straßengraben und so weiter fischen, wo es auch sehr wenig Rückenwind gibt von irgendwelchen, begleitenden Städten oder so. Also den Müll, den müssen wir als Privatpersonen dann entsorgen, auf der Deponie, also da kommt jetzt kein Wertstoff oder Resthof an und sagt hier irgendwie, kümmern wir uns drum oder so. Ne? Also, aber ich will jetzt ja auch nicht jammern oder so. Ja? Ist
gibt ja nur Herausforderungen und wir machen das ja auch gerne. Nee, du hast es einfach nur festgestellt. Das ist kein Jammern. Das ist einfach nur eine Feststellung, dass ihr das macht und ihr kriegt keinen Support von den Wertstofffirmen, dass sie sagen, irgendwie hier kannst du kostenlos abgeben oder wie auch immer. Ne? Oder Verpackungsmaterial zur Verfügung stellen, dass ihr das halt einfach wegmacht. So, ja. Das ist uncool. Mal wieder ein Aspektpunkt mehr, der uncool ist, weil, wie du vorhin ja auch schon selber sagtest, irgendwie, wenn du da in Südtirol unterwegs bist und den Müll aufsammelst, ne, was du vorhin gesagt hast, gucken die anderen Leute dich blöd an. Wir haben es aber hier so gelernt, dass wir die Trails halt einfach sauber und ordentlich hinterlassen. Also den Dreck, den wir tätigen, den räumen wir auch wieder weg, geschweige denn lassen ihn erst gar nicht entstehen. Ja. Und wenn wir Dreck sehen, Gott, wir tragen zum größten Teil alle Handschuhe. Da kann man auch mal irgendwie halt so ein Schokoladenriegel-Power-Ding da irgendwie anfassen und einfach hinten in die Hitpack, in die Seitentasche reinstecken und dann unten am Mülleimer wegschmeißen. Ganz einfach. Aber ey, weiter im Text, ich höre dir gespannt zu. Ja, also du stehst dann da auf deinem Trail, ja, der dann an manchen Stellen handbreit ist, an anderen Stellen ist er halt vielleicht mal 3 oder 5 Meter breit, weil es halt irgendwie einen Chicken Way gibt um Obstacle oder, ja. Und die Leute fahren halt auf der Straße daneben, die geteert ist, und erzählen dir, du darfst keine Fremdmaterialien einbringen. Und also der Gipfel war, dass unsere Trails, also der eine Trail weg sollte wegen der Wildkatze, weil die Wildkatze sich da ja halt nun mal wohlfühlt. Ja, wenn wir einen Trail woanders hinbauen, dann kommt die wahrscheinlich dann zum anderen Trail und dann müssen wir den auch wieder abbauen. Und dann guckst du, was ist eigentlich das Problem der Wildkatze? Ja, und dann siehst du, das Problem der Wildkatze sind Holzpolter, wo Nester drin sind und die dann runtergeschrubbt werden. Das Problem der Wildkatze ist der Autoverkehr. Ja, und dann kommen Politiker, stellen sich hin und sagen dir, du kannst den Trail wegen der Wildkatze nicht mehr weiter da haben und sind aber 10 Meter daneben mit dem Auto da lang gefahren. Und dann fragst du dich... Entschuldigung, wenn ich dabei so lachen muss, irgendwie halt, das ist einfach pur Sarkasmus, dass ich über sowas lachen muss. Irgendwie halt, das ist mal wieder typisch, irgendwie halt so, ich muss was für die Natur machen, aber fahr mit meinem dicken SUV 10 Meter daran vorbei. Ja, war kein dicker SUV, war ein Elektro-Renault, keine Ahnung was, ne? Aber da kannst du dann halt irgendwie, ja, also ich meine, wir alle müssen ja immer aufpassen, dass wir halt das Augenmaß nicht verlieren und dass wir halt irgendwo auch andere Perspektiven dann entsprechend nachvollziehen können und halt versuchen dann irgendwie deine Sicht und meine Sicht zu unserer Sicht gemeinsam zu machen und da halt irgendwie versuchen dann halt einen vernünftigen Kompromiss zu finden. Aber dieser Umweltdezernent, also die Trails, wie gesagt, machen den Wald kaputt und Projekt gescheitert und bla 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 bla. Aber Windenergie im Wald scheint eine super Sache zu sein. Ja, also und ich meine, wir brauchen Energiewende und dieses Not in my backyard-Argument will ich jetzt hier auch gar nicht bringen. Aber man muss halt die Verhältnismäßigkeiten dann auch mal wieder ein bisschen gerade rücken. Also wenn wir in den Wald eine Windenergieanlage stellen, eine Windenergieanlage macht einen Schlagschatten, in diesem Schlagschatten dürfen keine Bäume stehen. Der Schlagschatten ist, weiß ich nicht, bei 2/3 der Narbenhöhe oder 2/3 der Gesamthöhe, irgendwie sowas. Ziehst den Kreis um Windrad. Ein Windrad stellst du auch nicht alleine hin. In einem Schlagschatten von einem Windrad darf ein anderes Windrad auch wiederum nicht stehen. Ja, also das heißt, also die müssen auch ein bisschen Abstand voneinander haben. Und dann weißt du, dass Windräder im Wald vielleicht in einer Computeranimation funktionieren, um irgendwelchen behämmerten Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen oder irgendwie sowas. Aber da, wo Windräder stehen, ist halt kein Wald mehr.
Und haben die denn vor im Deister, jetzt frage ich mal, weil du da jetzt gerade so darauf eingehst, haben die denn davor irgendwie so ein Rad hinzustellen, also so ein Windrad hinzustellen? Also ich weiß, dass da Leute laut drüber nachdenken, ja. Also das ist für ein Privatwald, du kannst ja mit Privatwald kein Geld verdienen, ne? Also das Geld, was mit Privatwald verdient wird, sind EU-Förderungen. Ja, und wenn es halt nicht EU-Förderung gibt, dann verdienst du auch kein Geld mit. Ja, also und da kannst du dich gerne mal umhören bei dir in privaten Forstgenossenschaften und so weiter. Würde mich wundern, wenn es da anders läuft. Aber was ich gelernt habe in den vergangenen Jahren, ist halt, dass der Ertrag, den die mit dem Grund und Boden machen, mehr oder weniger eins zu eins das ist, was sie dem Staat irgendwie an EU-Förderungen oder an irgendwelchen anderen Förderungen aus den Rippen leiern. Ja, ist auch so. Also ich meine, wir brauchen halt irgendwelche Reglementarien. Irgendwie bin ich nicht derjenige, der da genug Ahnung hat, das auseinanderzunehmen. Aber das ist halt so. Ja? Das heißt also, sprich, mit Wald kannst du halt nicht wirklich Geld verdienen. Klammer auf, viele Waldbesitzende wissen auch gar nicht, dass wir 3.600 Euro Pacht für unsere 30.000 Quadratmeter bezahlen im Jahr. Klammer zu, was glaube ich deutlich mehr ist als die feinste Rotwildpacht in Erichs besten Bezirk oder so. Ne? Aber wenn du da jetzt so eine Windenergieanlage natürlich hinstellst und die produziert halt, und ich weiß jetzt nicht, ob die dann, also wie die genau vergütet werden und so weiter, aber die werden besser vergütet als die EU-Förderung für Wald halt, ne? Und von daher gibt es da halt Überlegungen, wie man da halt ja, Geld verdienen kann und money makes the world go round, ne? Also wir machen den Wald kaputt und setzen dafür eine regenerative Energie rein. Nichts gegen regenerative Energie. Um Gottes Willen, die brauchen wir, definitiv. Aber das ist dann halt wieder um die Ecke verkehrt gedacht, meiner Meinung nach. Nochmal eben kurz, lieber Marc, zum Thema Trail und Trailbau. Mir ist da zu Ohren gekommen, dass wohl im Europäischen Parlament es wohl Diskussionen gäbe, also das ist mir nur so zugetragen worden, wo ich eigentlich dann schon da stand und schlotter nur so mit den Ohren, wenn ich das dann so höre, dass es die Norm geben soll für Mountainbike-Trails. Also wie ein Anlieger in eine DIN-Norm reinpasst. So, und das ist ja überhaupt für mich so ein bisschen auch der Witz, weil die Norm kannst du kaufen, geschweige denn einsehen, darfst sie aber nicht fotografieren. Abschreiben kannst du sie wiederum irgendwie halt. Und das ist auch schon mal für mich so ein Punkt, wo ich sage so, okay, die Norm für einen Anlieger, für einen Trail, gut, irgendwie halt wollen das Behörden wohl haben, aber dann nachher irgendwie jeder Verein muss sich dann diese DIN-Norm kaufen, darf sie aber auch nicht weitergeben. Damit wird auch wieder Geld gemacht. Was hältst du von diesen, also wenn es dann mal irgendwann kommen sollte, weil ich denke mal, das wird nicht von heute auf morgen kommen, weil es sind ja erstmal nur Überlegungen, irgendwie wie eine DIN-Norm auszusehen haben könnte. Wärst du pro für DIN-Norm, um halt den Verwaltungen dann so gesehen den Wind aus den Segeln zu nehmen, um zu erklären, irgendwie, ja, wir haben uns an der DIN-Norm gehalten? Oder sagst du, ey, weißt du was, Mountainbiken ist so divers, irgendwie, wir können nicht irgendwie eine DIN-Norm in dem Winkel, in der Höhe darf nur ein Anlieger sein? Da sehe ich jetzt tatsächlich zwei Herzen in meiner Brust schlagen, ne? Du hast es ja wahrscheinlich auch schon mit deiner Frage auch so ein bisschen induziert. Also ich sehe jetzt einen Aspekt, den vielleicht jetzt nicht viele vor Augen haben. Wir haben als Deisterfreunde in den vergangenen zwei Jahren händeringend versucht, so ein Parabike-Park-Projekt zu stemmen.
Das ist bisher aus ganz vielen Gründen noch nicht, ließ sich das noch nicht realisieren. Aber bei der Auseinandersetzung damit stößt du dann ja halt auf unterschiedliche Protagonisten. Du unterhältst dich mit Leuten und dann kommst du ja natürlich auch dann irgendwann drauf, wie könnte zum Beispiel für einen Sehbehinderten ein Bikepark aussehen? Ja? Und dann würdest du dann sagen, ja, also ihr könnt das jetzt nicht sehen, aber Florian macht komische Gesichtszüge. Und unser begleitender Architekt, der Malte, der hat dann halt sich ausgedacht, dass man zum Beispiel so eine Strecke über Bodentexturen auch irgendwie leiten könnte. Ja, also das heißt, ihr kennt das von der Autobahn, da hat dann der weiße Streifen halt auch so eine bestimmte Struktur, dass das halt Geräusche macht, wenn man mit dem Autoreifen drüber fährt. Ja, und so könnte man das halt auch machen. Und wenn ich jetzt eben sehe, wie ein guter Pumptrack aussieht und wie ein schlechter Pumptrack aussieht, ne? Die guten Pumptracks, die sehen alle eigentlich gleich aus. Die schlechten Pumptracks haben eine individuelle Note, würde ich jetzt mal so sagen, ne? Und von daher könnte ich jetzt halt schon sagen, dass gerade für jemanden, der so sehbehindert wäre oder so oder irgendwie eingeschränkt ist, dass dann, wenn halt ein Kurvenradius definiert ist und sich die Dinge halt irgendwie anfühlen, dass das auch helfen könnte, ne? Abgesehen davon gibt es ja bereits sowas wie ein Trailbau-Handbuch von den Landesforsten in Tirol, wo man sich halt wirklich auch gut orientieren kann, was eine echt gute Hilfe ist. Also wer das nicht kennt, ladet euch das runter, Trailbau-Handbuch der Tiroler Forsten. Die haben sich da wirklich Gedanken gemacht, wie verhindert man Erosion, wie baut man das halt, das, was man halt gebaut hat, halt auch eine bestimmte Zeit lang überdauert und nachhaltig ist, etc. pp. Und solche Sachen kann ich dann natürlich auch in so eine DIN-Norm vielleicht reinbringen, dass man halt eben sagt, ein guter Trail, den baut man halt so und so. Und das würde, glaube ich, vielen helfen. Auf der anderen Seite muss man sich halt fragen, ob man in einem Naturraum, der ja an sich dynamisch ist und also wenn ich jetzt unsere Trails alleine nehme, was da an Borkenkäfer passiert ist, an Stürmen, an sonstigen Waldwirtschaft, dies, das, jenes, ja, was da alles passiert ist über die Jahre, und dann halt mir vorstelle, man müsste jetzt halt aber auch alles immer diengerecht und so weiter, dann kann ich mir vorstellen, dass es irgendwann halt auch einfach nur noch ein zusätzlicher Kostentreiber wird und so weiter. Aber ich meine, das Problem sind wir ja halt auch ein Stück weit selber, ne? Also jetzt nicht du und ich, aber wir als Mountainbikende, ich warte halt irgendwann auf den Tag, wo sich halt irgendwer halt hart aufs Fressbett legt und dann der Meinung ist, er kann halt irgendwie sein persönliches, was auch immer dazu geführt hat, dass er das jetzt erlebt hat, wieder irgendwem anders in die Schuhe schieben. Ja? Also viele Waldbesitzer haben ja auch Angst davor, Trails in ihrem Gebiet zu haben, weil dann vielleicht eine Haftungsfrage irgendwie entstehen könnte. Also wir als Deister-Freunde haben eine Versicherung für sowas, eine Aus- und Grundbesitzerhaftpflicht, die letzten Endes den Besitzer freispricht von allen Haftungsproblematiken. Und ich glaube, das ist mittlerweile auch gar nicht mehr so ungewöhnlich, dass man sowas hat und dass es sowas gibt. Aber wie gesagt, diese Problematik, dass wir als Menschen anderen Leuten gerne Probleme machen, die gibt es, glaube ich, auch so. Ne?
Tja, und dann sind schon 59 Minuten um, Marc. Verrückt, ne? Verrückt, wie lange man doch über eine solche Thematik halt einfach halt bewusst sprechen kann und die Zeit fliegt. Du, pass auf, ich fasse noch mal ein bisschen was zusammen. Ich läute nämlich jetzt hier den Feierabend ein. Also, ihr wisst nicht hundertprozentig, dass die drei Strecken, die ihr habt vom Verein, zurückgebaut werden. Aber ihr habt ein gutes Gefühl, ihr habt was gehört, dass das halt bestehen bleiben soll. Ja, so, warte. Du hast gleich das letzte Wort. Da kannst du das auflösen. So, man merkt auch irgendwie halt, bei dir ist ein innerlicher, ja, nicht Ärger, sondern Frust zu merken. Das hat man gemerkt in dem Sinne, dass du andauernd wohl wahrscheinlich da, du hast einen Zollstock oder wie auch immer, irgendwie den auf den Tisch gehauen hast die ganze Zeit. Wo, bei Themen, wo es dich wirklich sehr, sehr genervt hat. Was aber auch vollkommen okay ist, irgendwie halt, das zeigt ja auch, dass du da hundertprozentig, tausendprozentig dahinter stehst. Und so soll es ja auch sein, als Vorsitzender eines Vereines, der da gerade so ein bisschen, ja, ich sag mal so, ein bisschen geärgert wird. Nenn es mal so, geärgert wird. Dennoch ist, irgendwie ist es auch wichtig, dass man sowas hört, was auch in unterschiedlichen Regionen hier bei uns in Deutschland los ist. Also ich sag mal so, ich habe mich hier auch auf dem Freeride Herten Club e.V. mal lang gemacht und bin nicht der Meinung gewesen, irgendwie halt, dass der Freeride Herten Club e.V. da Scheiße gebaut hat, sondern ich habe mich auf die Fresse gelegt, weil ich nicht das richtige Werkzeug gerade zu der Zeit hatte, um zu fahren. Also ist es meine Schuld und nicht der Verein. Ganz einfach. So, deswegen, ich bedanke mich recht herzlich, dass du hier, lieber Marc, über die Problematik im Deister gesprochen hast. Ich wünsche dem Deister, den Deister-Freunden und vor allen Dingen der jungen Dame, dass sie, vor allen Dingen der jungen Dame, ich weiß nicht, wie sie heißt, richte auf je, Silvia? Senior, richte ihr auf jeden Fall alles Gute aus, weil sie macht das vollkommen richtig mit euch allen anderen zusammen. Und du hast jetzt das letzte Wort. Also ich wollte nochmal auf dieses Wie geht's weiter kurz eingehen. Ja? Ich habe jetzt einen leicht positiven Ausblick versucht zu geben, weil ja halt auch viele einfach glaube ich, irgendwie eine Perspektive brauchen, dass es weitergeht. Und ich glaube zu einem gewissen Teil halt auch, dass es weitergeht. Was halt total bescheuert ist, ich habe der Politik gesagt, Leute, ich habe hier ein Enddatum in den Stein gemeißelt von dem Typen. Ja, das hat er bewusst willkürlich aus persönlichen Beweggründen gemacht. Da gab es keine Notwendigkeit für. Ich muss den Verein darauf vorbereiten, zu dem Zeitpunkt die Schotten dicht zu machen. Ja, und das ist dooferweise halt in einem Jahr, mehr oder weniger, oder in einem Jahr und einem Monat. Und wenn der Verein die Strecken zurückgibt, dann werden die Strecken zurückgebaut werden müssen. Da werden wir wahrscheinlich ein zertifiziertes Unternehmen für bezahlen. Wahrscheinlich wird dann auch noch Kompensationsforderungen irgendwie im Raum stehen dafür, dass wir halt die Natur genutzt haben, etc. pp. Ja, das heißt, ich muss den Verein jetzt mehr oder weniger so führen, damit er nicht in die Insolvenz kommen kann, weil wenn der Verein in die Insolvenz gerät, dann hafte ich beziehungsweise meine Vorstandskollegen mit dem Privatvermögen dafür. Und das ist eine Situation, die ist für uns mega belastend und das müssen wir halt eben total verhindern. Und gleichzeitig wollen wir natürlich aber auch irgendwie eine Zukunftsperspektive schaffen, ne? und die gewährleisten. Ne? Und da habe ich jetzt aus der Politik gehört, dass wir dabei gehört werden, bei diesem Wunsch. Aber ich habe halt nichts, womit ich arbeiten kann. Ja, nichts Handfestes, nichts schwarz auf weiß,
kein, noch nicht mal ein Letter of Intent oder sowas halt. Ne? Und das wollte ich hier an der Stelle nochmal sagen, dass das halt, ich glaube schon, dass es irgendwie weitergeht, aber gleichzeitig muss ich mich die ganze Zeit so verhalten, als würde es nicht weitergehen. Und das ist halt nicht schön. Aber alles wird gut, ihr lieben Fahrradfahrenden da draußen.